I tell everybody all the time, test my gangster, right? I talk so much because I know how I move. Yo, bro, I move so militant that you can't touch me. That's why I talk reckless. Famous last words are, I can't be touched. Ey, yo, was geht, Freunde? Ich denke, jeder von euch hat die Schlagzeile der Woche gehört. 6ix9ine wurde von mehreren Leuten attackiert und zusammengeschlagen. Die ganze Tat wurde von den Tätern gefilmt und wenig später ins Internet gestellt. Leider sind die Aufnahmen zu brutal, um sie hier zu zeigen. Doch ich denke, die meisten von euch haben das Video eh schon gesehen. Und wenn nicht, auf meinem Twitter-Account findet ihr einen kurzen Ausschnitt. Seitdem das Video im Internet rumkursiert, wird wieder mal sehr viel über 6ix9ine geredet. Die meisten machen sich lustig über ihn und sind der Meinung, dass er zusammengeschlagen wurde, weil er im Jahre 2019 mit der Polizei zusammengearbeitet hat. Das kann natürlich einer der Gründe sein. Doch Gerüchten zufolge hatte die Attacke auf 6ix9ine einen ganz anderen Hintergrund. Also schauen wir uns das Ganze mal genauer an. I know how I move. I move correct. Presidents have been shot. But you know bullets ain't got no name. Nah, no. Wie die meisten von euch wissen, stand 6ix9ine auf der Spitze der Rap-Szene und war einer der wenigen Rapper, der trotz seinem verrückten Verhalten immer nüchtern war und nie Drogen oder Alkohol zu sich nahm. Doch das hat sich seit ein paar Jahren geändert, denn seitdem er gecancelt wurde, tauchten immer mehr Videos auf, in denen ganz klar zu sehen ist, dass er alkoholisiert war. Er stürmte beispielsweise ein Interview der Tate-Brüder und redete totalen Unsinn, den keiner verstand. You and your consenting friends wish to do whatever with your chains in the city. Haram. Where's our haram? We know that top girls G. are getting in saunas with... No, that's you, bro. That's you. Der Junge, der von den Tate-Brüdern interviewt wurde, ist ein YouTuber namens Steve Will Do It, mit dem 6ix9ine monatelang unterwegs war. Steve führte ein sehr wildes Leben und viele Fans sind der Meinung, dass 6ix9ine wegen Steve Gefallen im Alkohol gefunden hat. Denn immer wenn Steve ein Video postete, war 6ix9ine wieder mal besoffen. Sogar auf Shows und Aftershow-Partys war er teilweise so betrunken, dass ihn seine Bodyguards aus der Halle schleppen mussten. Durch seinen VIP-Status konnte er trotz seinem Alkoholkonsum immer machen, was er wollte. Doch eine Aktion soll dafür gesorgt haben, dass er vor kurzem von mehreren Leuten attackiert wurde. Am 17. März war 6ix9ine bei einem Baseballspiel zwischen Mexiko und Puerto Rico. Und dort hat er so viel Alkohol getrunken, bis er irgendwann nicht mal mehr alleine stehen konnte. Obwohl 6ix9ine ein halber Mexikaner und ein halber Puerto Ricaner ist, war er bei dem Spiel auf der Seite des mexikanischen Teams und versuchte die puerto ricanischen Fans zu provozieren. Er schrie rum, wedelte mit der mexikanischen Flagge und beleidigte alle Puerto Ricaner, bis er letztendlich von dem Sicherheitsteam aus der Halle geschmissen wurde. Als 6ix9ine dann am Ausgang war, fragte ihn ein Fan und Blogger, warum er so schlecht über die puerto-ricanische Community redet, obwohl er selber ein halber Puerto-Ricaner ist. Also versuchte 6ix9ine auf schlechtem Spanisch zu erklären, dass sein Vater, der nie für ihn da war, ein Puerto-Ricaner war und dass seine mexikanische Mutter ihn allein großziehen musste. Deswegen sieht er sich selber als Mexikaner und will nichts mit Puerto-Ricanern zu tun haben. Er sagte außerdem noch, dass es keinen Latino in der Musikbranche gibt, der so eine Legende ist wie er. Weil Künstler wie Daddy Yankee oder Ozuna ihr Geld für sich behalten, während 6ix9ine regelmäßig Gelder für die Latino-Community spendet. Das ganze Gespräch wurde von dem Fan gefilmt und noch am selben Tag ins Netz gestellt, sodass jeder aus der puerto-ricanischen Community 6ix9ines respektlose Art hören konnte. Nur einen Tag später entschuldigte sich 6ix9ine für seine Worte und gab bekannt, dass er einfach nur betrunken war. Doch wie es aussieht, haben nur die wenigsten seine Entschuldigung mitbekommen. Denn nur vier Tage später wurde er dann von mehreren Latinos attackiert. Am 21. März trainierte 6ix9ine bei seinem Stammfitnesscenter in Florida und wurde dabei von einem jungen Latino gesichtet. Gerüchte zufolge soll der Junge ein Mitglied einer Latino-Gang gewesen sein. Doch das wurde bis jetzt noch nicht offiziell bestätigt. Als der Junge 6ix9ine sah, rief er sofort seine Kumpels an, während 6ix9ine nichts ahnend trainierte. Da 6ix9ine regelmäßig in das Fitnessstudio ging, war er wieder mal ohne Securities unterwegs und ging nach dem Training in die Sauna, um ein wenig zu entspannen. Während 6ix9ine in der Sauna saß,
kamen zwei Freunde von den jungen Latino zum Fitnesscenter. Sie sagten zu der Rezeption, dass sie nur kurz auf Klo gehen müssten und wurden dadurch in den Fitnessbereich des Centers gelassen. Dort suchten sie nach 6ix9ine, der gerade aus der Sauna kam und sich umziehen wollte, bis sie ihn letztendlich fanden und attackierten. Sie prügelten 2 Minuten auf ihn ein und filmten die Tat, während einer der Täter schrie: "Mach ein Foto von uns, ich will berühmt werden", bis ein paar Mitarbeiter aus dem Fitnesscenter dazwischen gingen. Nach der Attacke flüchteten die drei Männer vom Fitnesscenter und 6ix9ine rief seinen Bodyguard an, der in wenigen Minuten vor Ort war und nach den Tätern suchte. Da die Täter schon geflüchtet waren, riefen sie einen Krankenwagen und 6ix9ine wurde blutig ins Krankenhaus gebracht. Die Täter wurden bis jetzt noch nicht geschnappt. Natürlich haben sich sehr viele aus der Rap-Szene über diesen Vorfall lustig gemacht, wie beispielsweise Chief Keef, der ein paar Lachsmilies postete, oder Lil Boosie, der am liebsten über eine GoFundMe-Seite Gelder für die Täter sammeln wollte. Doch die Bodyguards von 6ix9ine waren alles andere als begeistert. Einer von ihnen namens Bam Bam forderte die Täter zu einem Kampf heraus und sagte sogar den Namen von einem Täter, und zwar Bullet Guzman. Ein Mann, der erst vor 2 Jahren nach einer 8-jährigen Haftstrafe aus dem Knast entlassen wurde. Als ich dann das Instagram-Profil von Bullet gefunden habe, musste ich feststellen, dass er wirklich so aussieht wie einer der Täter. Doch Bullet gab vor 2 Tagen bekannt, dass er ein Alibi für diesen Zeitpunkt hat und nichts mit der Tat zu tun hatte. Wir werden sehen, ob er lügt oder nicht. Denn ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis alle Täter geschnappt werden. Denn mindestens einer der Täter war ja ein Mitglied im Fitnesscenter und dadurch muss ja auch automatisch sein Name bekannt sein. 6ix9ine dagegen wurde nach wenigen Stunden aus dem Krankenhaus entlassen und konnte mit Prellungen an der Rippe, dem Rücken und dem Kiefer wieder nach Hause gehen. Dort ließ er über Freunde bekannt geben, dass er auch nach der Attacke weiterhin in Florida wohnen bleibt und sein Leben weiter in Ruhe leben wird, auch ohne Securities. Mal schauen, wie weit er damit kommt. Doch das waren bis jetzt die ganzen Infos, die ich finden konnte. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Meint ihr, 6ix9ine wurde wegen den Beleidigungen gegen die Latino-Community attackiert oder weil er einfach ein Snitch ist und ein paar Jungs einfach nur Fame haben wollten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. I tell everybody all the time, test my gangster, right? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst einen Kommentar, Like, Mike, ihr wisst doch Bescheid und wir hören uns beim nächsten Video. Yeah.